Wie komme ich über sie hinweg? Wie schaffe ich es, endlich wieder der Typ zu sein, der glücklich ist, der das Leben genießen kann und der sich wieder für Dinge begeistern kann? Und wie schaffe ich es, endlich diese Frau zu vergessen, die mich immer noch die ganze Zeit in meinem Kopf begleitet und mich einfach nicht in Ruhe lässt? Wie schaffe ich es, endlich diese Schuldgefühle, dass ich etwas hätte anders machen müssen, zu überwinden und wieder nach vorne zu schauen? Falls du gerade in dieser Situation bist, dass du von einer Frau getrennt bist, vielleicht schon länger, und du bist aber noch nicht darüber hinweg oder vielleicht auch erst gerade kürzlich und dieser Schmerz sitzt einfach tief in dir drin und du fragst dich, wie soll das verdammte Leben überhaupt noch weitergehen, dann ist dieses Video genau für dich. Kurze Warnung, falls du nicht dieses Problem hast, falls du nicht gerade von einer Frau getrennt bist und es nicht schaffst, das zu überwinden, schau dir nicht dieses Video an, Mann. Schau dir andere Videos an, die dein Problem lösen. Hier geht es wirklich nur darum, was die Lösung dafür ist, dass du wieder klarkommst, wenn du jetzt gerade in genau dieser Situation steckst. Respektiere deine Zeit. Schau dir nicht jedes Video an, das ich hochlade, sondern nur das, was dir wirklich hilft, okay? Also, wenn du aber jemand bist, der jetzt wirklich gerade in dieser Situation ist, der einfach sich fragt, verdammt, wie schaffe ich es wieder, Mut zu finden? Wie schaffe ich es wieder, Energie zu finden? Wie schaffe ich es wieder, der zu sein, der ich wirklich sein will? Dann hör jetzt gut zu. Denn, was du verstehen musst, ist, du hast, bevor es diese Frau in deinem Leben gab, ebenfalls existiert und du warst auch happy. Vielleicht nicht ganz so happy wie in der Beziehung, aber du hast existiert, du hattest deine Ziele, du hast etwas gemacht, nicht wahr? Falls nicht, lief damals schon etwas falsch. Und dann ist es jetzt gerade vielleicht genau das, was passieren musste, damit du wirklich wieder die Kraft in dir selber findest, wieder ehrlich zu dir selber zu sein und zu finden, was du wirklich im Leben willst, was du wirklich tun willst und auch wirklich dich an diese Sache ranzuhalten, damit du überhaupt dieses Gefühl von Glück, was du davor haben hättest sollen, bevor du mit ihr zusammen warst, auch wirklich mal zum ersten Mal hast. Aber vielleicht warst du ja wirklich einer von den Kerlen, der einfach wirklich alles on point hatte. Für den hat es einfach funktioniert. Du wusstest einfach ganz genau, was du tun musst. Du warst happy. Und dann war sie da. Es war noch besser. Und jetzt ist sie weg. Und alles ist scheiße. Und wenn das jetzt gerade so ist, dann realisiere, du warst davor ebenfalls ein voll funktionierender Mensch. Du hast sie nicht gebraucht. Du hast dein Leben davor wirklich so gelebt, wie du es gelebt hast. Ohne, dass du wusstest, dass sie existiert. Und dann kam sie in dein Leben. Jetzt ist sie wieder weg. Warum zum Teufel solltest du nicht jetzt auch genauso existieren und funktionieren können wie davor? Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, Mann, aber davor hatte ich eben nicht diese Gefühle, diesen Schmerz in mir drin. Ja, das ist richtig. Aber vielleicht musst du auch einfach mal wieder realisieren, dass du einfach ein Mensch bist und dass es als Mensch ganz normal ist, dass man seine Höhen und seine Tiefen hat und dass es einfach nur eine Frage dessen ist, was machst du aus diesen Umständen, die jetzt gerade um dich herum passieren? Es geht nicht um die Umstände, in denen du bist. Wie soll es sonst jemals geschafft haben, vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden? Oder wie sonst könnte es jemals sonst jemand geschafft haben, der wirklich in einer beschissenen Situation geboren wurde, was aus seinem Leben zu machen? Es geht nicht um die Umstände. Umstände bestimmen nicht dein Schicksal, sondern es geht um die Entscheidungen, die du mit diesen Umständen triffst. Wenn du jetzt persönlich für dich die Entscheidung triffst, okay, ich werde mich jetzt selber bemitleiden, ich werde jetzt einfach nur am Boden bleiben, ich werde jetzt einfach der Typ sein, der traurig ist und der sagt, doch, das Leben hat keinen Sinn mehr, dann ist es eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die du triffst. Wenn du aber jemand bist, der sagt, okay, fuck, ich habe jetzt gerade richtig einen in die Fresse bekommen, es hat nicht funktioniert, was ich gemacht habe, dann kannst du ebenfalls auch die Entscheidung treffen, zu sagen, okay, was kann ich daraus lernen, was kann ich daraus mitnehmen? Und ich sage dir das nicht von oben herab, ich sage dir das nicht als jemand, der das selber noch nie durchgemacht hat, ich sage dir nicht, oh Mann, hey, du bist hier voll am Jammern, was bist du denn für eine Pussy, streng dich einfach mal ein bisschen mehr an und dann wird das schon wieder, ohne dass ich das hier selber erlebt hätte. Sondern ich kann dir sagen, ich hatte auch schon solche Phasen in meinem Leben, wo es wirklich war, dass ich extrem in ein Loch gestürzt bin und mich auch gefragt habe, fuck, warum muss das mir passieren? Warum ich? Aber schau mal, das ist Opferdenken. Das ist das Denken, was die Macht an andere abgibt, was einfach nur jammert, was einfach nur beklagt. Oh mein Gott, meine Existenz ist so schlimm, es ist so furchtbar. Und in Wirklichkeit bringt dich das überhaupt nicht weiter. Und nur mal, um es in Perspektive zu setzen. Ich hatte zum Beispiel eine Situation, in der ich um über 60.000 Euro betrogen wurde. Von einem sehr, sehr guten Freund und Geschäftspartner. Ich habe alles verloren gleichzeitig, musste in eine kleine, ranzige, hässliche Bude ziehen mit 11 anderen Mitbewohnern. In eine Studentenbude, nachdem ich erstmal richtig Cash hatte, voll abgestürzt. Und ich habe mich auch gefragt, scheiße, fuck, wie konnte mir das passieren? Warum ich? Oh. Und war dann ein Opfer. Und erst nach ungefähr einem Jahr, wo ich mich selbst bemitleidet habe, habe ich realisiert, wow, das war genau das, was ich gebraucht habe. Denn du musst auch verstehen, erwachsene Menschen, bis 25 sind wir im Kopf sehr, sehr flexibel. Wir lernen einfach durch Beobachten. Aber erwachsene Menschen, das ist statistisch erwiesen, das ist nichts, was ich mir selbst ausgedacht habe, lernen einfach am besten durch massives Trauma. Durch massive Dinge, die wirklich negative Einschnitte verursachen im Leben. Und dieses Trauma ist, wenn du es richtig interpretierst, das Beste, was dir je passieren konnte.
es ist das Beste, was mir je passieren konnte, dass mir das damals passiert ist, weil ich dadurch gelernt habe, mich nicht mit den falschen Leuten zu umgeben, die links sind, die nicht authentisch sind, die nicht ehrlich sind, die einfach nur an sich selbst denken. Das ist mir seitdem nie wieder passiert. Heute sind die Zahlen viel, 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 viel größer und ich bin sicher, dass mir einfach nicht nochmal jemand genau das Gleiche antun kann, weil ich daraus gelernt habe. Und schau mal, wenn diese Frau dich so verletzt hat, vielleicht warst du auch selbst schuld, okay, dazu kommen wir gleich, aber wenn diese Frau dich so verletzt hat, indem, dass sie dich jetzt nicht, dass sie deine Gefühle nicht erwidert, dass sie nicht mehr mit dir zusammen sein möchte, dann ist es vielleicht wirklich auch für dich genau dieser Wake-up-Call, den du gebraucht hast, genau dieser Aufruf zu etwas mehr Wahrheit und Ehrlichkeit zu dir selber, dass du verstehst, okay, irgendwas habe ich falsch gemacht, aus irgendeinem Grund hat es nicht funktioniert. Was genau habe ich falsch gemacht? Oder war es vielleicht die falsche Partnerin? Habe ich mich auf die falschen Frauen eingelassen? War es vielleicht deswegen, weil sie mich einfach nur dadurch, dass sie heiß war, bestätigt hat, während sie im Charakter einfach nicht das war, was ich wirklich brauche? Oder habe ich mich vielleicht auf eine Frau eingelassen, nur weil ich unbedingt wollte, dass es funktioniert? Aber es war die falsche Frau, weil sie gerade gar nicht in dieser Lebensphase war, weil sie gerade einfach nur andere Männer haben wollte, weil sie frei sein wollte, weil sie gar nicht in einer Beziehung sein wollte. Habe ich einfach nur versucht, sie da reinzudrängen? Falls das so war, ist das okay? Dann hast du das jetzt gelernt, du hast es jetzt verstanden, du musst diesen Fehler nicht nochmal machen. Oder war es vielleicht so, dass du einfach für dich persönlich viel zu abhängig von ihr geworden bist? Davor warst du selbstständig, warst du eigenständig, hast du dein Ding gemacht und dann hast du plötzlich irgendwie alles um sie herum zentriert. Plötzlich war sie jetzt das Zentrum deines Glücks, das Zentrum deiner guten Gefühle. Das kann nicht funktionieren. Niemand anderes kann dich glücklich machen. Du selbst musst dich glücklich machen. Und wenn du das vergessen hast durch diese Beziehung, durch das, was da gerade war, dann ist es vielleicht genau dieser Wake-up-Call, den du gebraucht hast, um zu realisieren, dass das niemals wieder eine Situation sein sollte, in die du dich begibst. Nicht, dass du nicht mehr lieben sollst, dich nicht mehr öffnen sollst, nicht mehr verletzbar machen sollst, um Gottes Willen, aber dass du nicht mehr der Typ sein sollst, der sich von anderen abhängig macht. Dass du nicht der Typ sein sollst, der durch andere versucht, stark zu sein. Sei für dich selbst stark, sei dein eigener Held. Du bist doch niemand, der sich an jemand anderen dranhängen muss und der sich dann irgendwie von ihm abhängig machen muss oder der dafür sorgen muss, dass immer andere stark für ihn sind und um ihn herum sind, damit er selber existieren kann und glücklich sein kann. Das ist kein Lebensansatz, der funktioniert. Sondern du bist ein Typ, der das für sich selbst kann. Du hast alle Möglichkeiten, mit deinen Umständen das zu tun, was du wirklich willst. Du bist derjenige, der die richtigen Entscheidungen treffen kann. Du kannst jetzt für dich entscheiden, okay, es tut weh, aber da es weh tut, ist es auch wertvoll, weil es mir zeigt, wo die Wahrheit liegt. Denn schau mal, die Wahrheit zu ignorieren verursacht immer Schmerz. Und wenn die Wahrheit nun mal war, dass du vielleicht einfach jemand bist, der sich zu schnell von anderen abhängig macht. Oder dass du vielleicht jemand bist, der sich überhaupt von anderen abhängig macht. Oder dass du vielleicht jemand bist, der einfach noch gar nicht bereit für diese Beziehung war, weil er noch Dinge lernen musste. Dann ist das nicht gegen dich geschehen, sondern für dich. Aber es hängt von dir ab, was du daraus machst. Willst du wirklich ab jetzt deswegen ein Opfer sein? Willst du wirklich deswegen jetzt daheim rumsitzen und heulen und traurig sein und sagen, oh Gott, ich werde nie wieder so eine finden wie sie? Willst du mich verarschen, Alter? Natürlich wirst du wieder eine finden wie sie. Eine, die besser ist. Aber es hängt natürlich von dir ab. Hey, reiß dich zusammen, mach die Dinge, die du tun musst, mach die Dinge, von denen du weißt, dass sie in deinem Potenzial liegen und du wirst eine bessere Frau finden oder du wirst eine Frau finden, die besser zu dir passt oder du wirst der Mann werden, der du sein musst, um für diese Frau wieder relevant zu werden, um diese Frau wieder zu erobern, wenn es denn wirklich die richtige war und es nur deine Fehler waren. Aber wichtig ist einfach, dass du verstehst, es ist nicht etwas, was dir angetan wurde vom Leben, es ist etwas, was für dich passiert ist. Aber das kannst du eben nur aufnehmen, wenn du auch wirklich die richtigen Entscheidungen triffst. Und die richtige Entscheidung muss einfach die sein, dass du dich fragst, nicht, oh, warum ist das passiert? Warum ist das jetzt alles so scheiße? Warum ist mein Leben jetzt so schlimm? Sondern dass du dich fragst, was kann ich daraus lernen? Was sagt mir das über mich selbst? Wo muss ich noch mehr können? Wo muss ich noch mehr wissen? Wo muss ich noch anders mit dem Leben umgehen und mit dem, was passiert? Wie muss ich mich verändern, dass ich wirklich mit diesem Menschen, mit dem ich zusammen sein möchte oder mit dem ich zusammen bin, auch wirklich eine erwachsene und reife und nicht voneinander abhängige Beziehung habe, sondern eine Beziehung, die wirklich so ist, dass du und sie sich ergänzen. Und es eben nicht so ist, dass du in Wirklichkeit eigentlich weißt, dass es gar nicht funktionieren kann und du es einfach nur ignorierst, weil es unangenehm wäre, sich mit dieser Wahrheit zu befassen, sich damit zu befassen, dass da noch etwas passieren muss in dir, dass du noch etwas lernen musst, noch etwas mehr sein musst, noch etwas mehr können musst, noch besser sein musst. Und wenn du das realisiert hast, dass das die Dinge sind, die dir das sagt, was da gerade passiert, dass du etwas verändern musst, dass du anders denken musst, dass du anders handeln musst, dann ist es auch wirklich so, dass du als besserer Mensch aus dieser Sache hervorgehst. Und ganz ehrlich, falls du gerade über 24 oder für über 25 bist, ja, das heißt nicht, dass jemand gar nicht mehr mental flexibel ist ab diesem Alter, aber
dann ist es wirklich wahrscheinlich das Beste, was dir passieren konnte. Schau mal, mir persönlich ist es auch passiert, dass ich von einem Typ, der kleiner war als ich, es ist schon etliche Jahre zurück, es war schon vor 25, aber es war trotzdem eines der wichtigsten Ereignisse in meinem Leben, auf die Schnauze bekommen habe. Der Typ hat mich verprügelt vor all meinen Freunden. Jeder hat es gesehen. Ich konnte mich gar nicht wehren. Ich wusste noch nicht mal, wie man überhaupt eine richtige Haltung annimmt beim Kampf. Und dadurch, dass mir das passiert ist, bin ich selbst tatsächlich an den Punkt gekommen, dass ich mich in jeder Situation immer verteidigen konnte. Ich bin dann hingegangen und habe mir überlegt, was sagt das über mich? Was ist die Wahrheit dahinter? Anstatt das zu ignorieren und zu sagen, okay, ich bin schwach, ich bin ein Opfer, mit mir kann man es machen, habe ich für mich persönlich realisiert, dass in mir drin noch etwas noch nicht so ist, dass ich mich tatsächlich sicher fühlen kann in jeder Situation. Und erst zu diesem Zeitpunkt habe ich realisiert, was zu tun ist. Und dass ich mich dann wirklich auch ins Kampfsport eingeschrieben habe und dann wirklich 5-mal die Woche trainiert habe, für 5 Jahre lang, durchgehend, bevor es weniger wurde, hat dann dafür gesorgt, dass als das nächste Mal etwas passiert ist, als das nächste Mal 3 Leute mich angreifen wollten, ich mich verteidigen konnte. Weil ich wusste, wie ich es schaffe, dass die Leute in einer Linie stehen, dass ich immer nur gegen einen kämpfen muss und nicht gegen 3 auf einmal. Und weil ich wusste, wohin ich schlagen muss und wie ich irgendwelche Griffe anwenden muss, damit ich den Typen in einen Hebel reinkriege, damit er mich nicht gleichzeitig angreifen kann, während der andere auf mich zustürmt. Das sind nur die Ergebnisse dessen, dass ich diese Wahrheit akzeptiert habe. Warum erzähle ich dir das? Ganz einfach. Wenn du realisierst, dass dieser fucking Schlag in die Magengrube, dass dieses unangenehme Erlebnis, diese Lustlosigkeit, diese Freudlosigkeit in deinem Leben gerade für dich passiert, dass es dir zeigt, wo deine persönliche Wahrheit liegt und dass du sie finden musst und dass du es verändern musst, dann kannst du ebenfalls, wenn das nächste Mal wieder so eine Situation passiert, ein besserer Mensch sein. Derjenige sein, der damit umgehen kann, der die Stärke hat in sich drin, der kein verdammtes Opfer ist. Sei kein Opfer, Mann. Sei ein Sieger. Und um ein Sieger zu sein, musst du auch wirklich diese Einstellung kultivieren. Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich daraus besser werden? Wohin führt es mich? Und ganz ehrlich, wenn du dir jetzt gerade denkst, ja, okay, Matteo, ist ja alles schön und gut, ich verstehe ja schon, ich sollte daraus lernen, ich sollte daraus für mich etwas mitnehmen, der Schmerz ist jetzt aber trotzdem da, aber wie soll ich denn überhaupt jetzt andere Frauen bekommen? Ich weiß doch gar nicht, wie es geht. Vielleicht ist das dein Wake-up-Call. Vielleicht ist es das, was dir jetzt gerade zeigen soll, hey, wenn du nie wieder in dieser hilflosen Situation sein möchtest, wenn du nie wieder an diesem Punkt stehen möchtest, dass dich das so abfacken kann, vielleicht sollst du dann jetzt verdammt nochmal lernen, wie das funktioniert mit Frauen. Vielleicht solltest du dann jetzt einfach wirklich der Typ sein, der sagt, okay, ich habe es nicht verstanden. Sie hat Anziehung für mich verloren, weil ich mich falsch verhalten habe, weil ich mich nur noch auf sie angelehnt habe, weil ich nicht der Mann war, weil ich nicht realisiert habe, was meine Rolle als Mann ist, damit die Frau sich auch angezogen fühlen kann, wie bei einem Magnet, Plus und Minus. Ich habe noch nicht verstanden, was ich dazu tun muss. Jetzt ist die Zeit, es zu lernen. Jetzt ist die Zeit, wirklich zu verstehen, wie ich attraktiv bin, wie ich attraktiv bleibe, wie ich richtig mit ihr umgehe. Und wie ich für mich selber auch wirklich einstehe und wie ich authentisch bleibe und mich nicht anfange, für sie so weit zu verbiegen, dass sie am Ende nur noch Gründe sucht in irgendeinem kleinen Fehler, den ich vielleicht mache, um endlich mich loszuwerden, weil sie realisiert, dass ich nicht ehrlich zu ihr und nicht ehrlich zu mir bin. Weil ich einfach nur mit ihr zusammen bin, weil ich abhängig von ihr bin. Nicht, weil ich sie liebe, sondern weil ich hoffe, dass sie mir etwas gibt, was ich mir nicht selbst geben kann. Und das ist immer das, was Menschen von dir wegtreiben wird. Das heißt, lerne, dir selbst das zu geben, was du bisher von anderen gezogen hast. Lern dir selber das zu geben. Diese Liebe, diese Zuneigung, diese Wertschätzung, diese Bestätigung, diese Erlaubnis zu sein, die du vielleicht vorher von anderen erhalten hast. Das ist dein Wake-up-Call. Und wenn du jetzt für dich persönlich sagst, okay, Matteo, wow, gut, habe ich verstanden. Ich habe die völlig falsche Einstellung. Ich bin gerade einfach nur abgefuckt, weil ich mich gerade zum Opfer mache. Aber nicht das Leben macht mich zum Opfer, ich mache mich zum Opfer. Und ich muss das ändern. Aber Mann, ich brauche echt Hilfe dabei, wirklich jetzt neue Frauen kennenzulernen, weil ich weiß ganz genau, dass ich jetzt in diesem scheiß tiefen Loch drin stecke und ich weiß ganz genau, dass ich es alleine nicht hinbekomme. Wenn du an diesem Punkt stehst, wenn du sagst, du brauchst unbedingt Hilfe dabei, du schaffst es nicht alleine, dann kann ich dir anbieten, du kannst hier unter dem Video auf den Link klicken in der Beschreibung oder irgendwo hier oben auf dieses i und kannst dich für eine Beratungssession mit mir bewerben, wo wir darüber sprechen werden, wie ich dir in meinem 60-tägigen Mentoring-Programm helfen kann, genau dieser Kerl zu werden, der nicht mehr nach einer Trennung so tief in ein Loch stürzt und einfach nur gar nicht mehr weiß, was los ist, sondern der auch nicht aus Angst mit einer Frau zusammenbleibt, weil er sich denkt, oh Gott, werde ich vielleicht eine neue finden oder oh, bis sie dich dann endlich verlässt, sondern der Typ ist, der selbst entscheidet, was passiert, der selbst in die Hand nimmt und der selbst in seiner persönlichen Macht hat, mit welcher Frau er zusammen sein möchte und unter welchen Umständen und der auch eine Beziehung auf einer ganz anderen Qualität führen kann. Nicht eine, in der er terrorisiert und vollgenörgelt wird und die ganze Zeit nur niedergemacht wird, weil er ganz genau weiß innerlich, dass er einfach noch nicht so bereit ist, wirklich mit dieser Frau zusammen zu sein und sie das eben auch spürt und ihm das dann eben wieder zurückgibt, sondern
weil er ganz genau weiß, wie er selbst sich im Leben positionieren muss, damit er es auch wert ist, dass die richtigen Menschen in sein Leben kommen und in seinem Leben bleiben wollen, ohne dass er sie dazu irgendwie manipulieren oder anflehen muss. Wie du da hinkommst. Das würde ich dir gerne zeigen, falls du meine Hilfe brauchst. Unabhängig davon, ob du das tun wirst, hoffe ich, dass dir das Video die Augen geöffnet hat und dir sehr geholfen hat, aus deiner Situation das Beste heraus mitzunehmen. Scheiße, Mann, die Dinge, die uns wirklich wehtun, die Dinge, die uns wirklich auf den Scheißboden drängen, das sind die Dinge, auf die wir später zurückschauen und sagen, daraus ziehe ich mein Selbstvertrauen, daraus ziehe ich meine Confidence. Das ist es, was wirklich dafür gesorgt hat, dass ich der Typ geworden bin, auf den ich heute stolz sein kann. Glaub mir, die Zeiten, in denen du kein Licht gesehen hast, sind die Zeiten, auf die du am liebsten zurückblickst, wenn du oben auf dem Gipfel stehst. Da musst du hinkommen. Ich wünsche dir extrem viel Erfolg dabei.